Heute geht es um Zukünfte der Natur, spekulative Prototypen in Innovation und Kunst. Was wir jetzt machen, das ist eigentlich nicht die Agenda, sondern so ein paar Themen, die ich ansprechen werde, ist erstmal, dass ich ganz kurz den Begriff von Zukünften erläutere, weil das so ein Grundbegriff ist. Das ist wichtig für den weiteren Verlauf. Dann erläutere ich kurz spekulatives Design und spekulatives Design im Kontext von Innovation oder Innovationsarbeit, weil so bin ich drauf gekommen. Dann werde ich mehr auf meine persönlichen Arbeiten eingehen, also Naturprototypen und die Anwendungen dazu. Also insbesondere ein Projekt und vielleicht ein Lead-Duo, mit dem ich viel zusammenarbeite, wo ich dann viele Videoinstallationen mit denen zusammen realisiert habe. Und im Anschluss, Jule hat es schon gesagt, könnt ihr gerne all eure Fragen dann stellen. Bevor ich ins Inhaltliche starte, nochmal ganz kurz zu mir. Gerne auch Feedback von allen Design-Thinkern in den Raum. Wenn ich sage, was ich mache, sage ich, glaube ich, in letzter Zeit gerne Design-Strategie oder Design-Strategist. Können wir gerne auch nachher drüber reden. Oder Innovationsberatung, wie ihr euch da gerne nehmt. Die richtige Schublade habe ich noch nicht gefunden. Ich bin Dozent an der HTW in Berlin für Zukunftsbilder und spekulatives Design. Und was jetzt eben auch wichtig ist, immer wenn ich Zeit dafür habe, dann arbeite ich als visueller Künstler. Und genau, an der D-School, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehabt. Über dieses ganze Innovationsfeld, Design Thinking, Human-Centered Design, bin ich zum Thema von Zukünften gekommen. Und diesen Begriff möchte ich gerne so als Grundlage nochmal erläutern. Das ist wichtig, das Ganze nochmal dann auch nachzuvollziehen, was ich auch mache. Der Begriff Zukünfte und nicht Zukunft ist wichtig, weil es verschiedene Zukünfte gibt. Es gibt wahrscheinliche, es gibt unwahrscheinliche, negative, positive, plausible, wünschbare, aber von heute aus betrachtet ist eigentlich jede Zukunft möglich. Deswegen spricht man von Zukünften. Und ein Weg, über Zukünfte nachzudenken, ist eben spekulatives Design. Und eine Definition von spekulativen Design nachzuschieben, und das lese ich jetzt einfach mal vor, spekulatives Design ist ein experimenteller Designansatz, mit dem alternative Zukünfte skizziert werden können, um die Gegenwart zu erforschen. Diese Zukunftsbilder werden meist aus wissenschaftlicher Forschung, neuen Technologien oder gesellschaftlichen Entwicklungen generiert. Die real entstehende Zukunft ist jedoch ungewiss. Spekulatives Design adressiert diese Ungewissheit mit visualisierten Zukunftsartefakten. Normalerweise ist spekulatives Design eher eine künstlerischere Auslegung vom Design, also eher schon fast in der Kunst zu verorten. Als Design Thinker probiere ich natürlich dann in Prozessen zu denken, das auch im ganzen Innovationskontext zu sehen. Und das ist das Erste, mit dem ich einsteige, nämlich spekulatives Design als Innovationsprozess. Und zum Teil kennt ihr das wahrscheinlich auch aus eurer Arbeit, dass man irgendwie in den Bedürfnissen vom Heute fischt. Und deswegen haben wir in einem Projekt mit dem Berliner Ideenlabor, wo ich arbeite, versucht, spekulatives Design als Innovationsprozess zu verstehen. Also wenn ihr da gerne mehr drüber wissen wollt, ich wollte nicht zu tief reingehen, das Projekt ging über ein Jahr. Und ich habe gedacht, man könnte es vielleicht auch interaktiv gestalten. Das ist jetzt mal ein Versuch, könnt ihr euer Smartphone an den QR-Code halten. Da kommt ihr zu einem Download-Link zu dem PDF über das gesamte Projekt. Und grob gesagt besteht meine Arbeit eigentlich daraus, Nutzerbedürfnisse in Services, Produkte oder Strategien zu übersetzen. Das ist ein bisschen schwierig für die Zukunft, da die Zukunft in der Regel aus Annahmen besteht. Und wir haben probiert, spekulatives Design so zu nutzen, um mögliche Zukunftsbedürfnisse zu identifizieren. Ich mache ein Beispiel, nämlich das war unser Beispiel für dieses Projekt. Wir haben das Ganze Where to Go genannt, spekulative Zukünfte zur autonomen Mobilität.
Wir haben in einem Jahr 3 verschiedene Artefakte geschaffen. Und wir haben probiert, auf einer hohen Ebene zu starten, in der fernen, fernen Zukunft, die nicht datiert ist. Und uns dann dazwischen immer Leute gefragt, wie wäre das in dieser Zukunft, wie wird Research gemacht. Und ein nächstes Artefakt geschaffen, uns probiert auf eine, ja, von so einer gesamten Welt auf eine mehr produktlastige Ebene runterzuziehen. Und wir haben auch probiert, es ins Heute zu holen. Das ist uns nicht so sehr gelungen. Aber ja, wenn euch das interessiert, gerne QR-Code. Wenn der QR-Code nicht klappt, kann ich auch später noch meinen Link posten. Um das Ganze nochmal ein bisschen klarer zu machen, links seht ihr das erste Artefakt von Bernd Hopfengärtner. Der hat tatsächlich dann auch bei Dun & Drabi studiert in London. Das nennt sich Moving Parts, das Artefakt. Es ging darum, ganz grob eine Welt zu schaffen, in der alles autonom ist. Jeder hat so seine Parzelle, die bewegt sich die ganze Zeit. Man ist die ganze Zeit in Bewegung. Das war ein Video. Was wir da viel gehört haben, war so eine Frage nach Orientierung, Orientierungslosigkeit, irgendwie so ein Verlorenfühlen in der Zukunft. Deswegen war das zweite Artefakt, was ich gestaltet habe, rechts oben, Dictio Home, abgeleitet von einem Dictyosom, diesem Zellorganell, was diese ganze Organisation in der Zelle steuert. Und eben so eine Analogie, das war auch so eine Erzählung mit Videos, das Ganze noch mal klarer zu machen, wie denn sowas ablaufen könnte, um da eine Orientierung reinzubekommen. Was wir dann gehört haben in User Research war sowas wie, fühlt sich immer noch sehr, sehr isoliert an. Und was passiert mit der Kontrolle? Und deswegen ist das dritte Objekt, was daraus entstanden ist, von Julie Reindl, im Selbstporträt rechts unten mit diesem Objekt in der Nase, der Sniffer geworden. Das war eine ganze Produktreihe, Next Sense, das hieß die. Und da ging es darum, Kontrolle zurückzugewinnen. Und dieser Sniffer zum Beispiel verstärkt den Geruch und man bekommt ein Gefühl dafür, wie denn so eine Stadt riechen könnte. Man riecht zu Hause, man riecht Leute, die man kennt. Und so war eine Überlegung dazu, wie man Karten, Orientierung und eben auch Kontrolle neu denken könnte über so einen, ja, so einen neuen Sinn. Damit bin ich zur Republika gegangen. 2019 war das, so sah das dann aus. Und wir haben einen Workshop mit den Leuten gemacht. Wir haben gesagt, das ist die Welt, in der ihr euch befindet. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Sand in so einer Zukunft? Und haben die Leute dann eben Dinge anfassen lassen. Wir haben so Tüten vorbereitet, Templates ausfüllen lassen. Wir haben die Leute basteln lassen an der eigenen Zukunft. Und Jule, vielleicht erkennst du jemanden auf dem Foto. Das ist Michael, der war auch mit uns zusammen in der D-School. Und Prototypen, die rausgekommen sind, sind sowas. Ich glaube, da ging es um Nachbarschaften in so einer Zukunft mit so ganz, ganz einfachen Prototypen, die ja schnell zusammengebastelt sind. Und damit seht ihr auch schon ein Verständnis von mir, was ein Prototyp sein kann. Man kann in so schön ausgestalteten Artefakten denken, um Feedback zu bekommen. Man kann aber auch was einfach sehr schnell visualisieren. Dazwischen ist eben alles möglich. Genau. Das ist so der erste Abschnitt, das dazu zur Erläuterung. Ich habe jetzt eine kurze Einführung von meinem Verständnis von den Begriffen, was ist Zukunft oder Zukünfte, was spekulatives Design, was ist Prototyping. Was jetzt noch fehlt von diesem Konglomerat, ist das Thema Natur, was ich jetzt gerne reinbringen würde. Und ich würde gerne mehr auf meine Arbeiten eingehen, die künstlerischen Arbeiten. Und natürlich verbinde ich diese Aspekte immer miteinander und gerade spekulative spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Okay, Thema Natur. Das sind Bilder aus meiner Masterarbeit, in der ging es um Ökosystemdienstleistungen oder Ecosystem Services. Dafür habe ich Flussläufe analysiert. Rechts seht ihr ein DEM, ein Digital Elevation Model. Aus so Satellitenbildern generiert ist das. Und links in der Weiterverarbeitung
mit einem speziellen Programm dafür, QGIS oder ArcGIS heißen die, damit geht es. Das waren Flussläufe. Geht gar nicht so sehr darum, was jetzt dabei rauskommt, aber ich fand diese Bilder so unglaublich stark und auch irgendwie ästhetisch unglaublich gut. Und mich hat auch irgendwie fasziniert, dass diese Flussläufe so eine Struktur haben, wie eben vieles in der Natur. Und in der Naturwissenschaft gibt es ein, ich glaube, nicht sehr astreines Prinzip, aber trotzdem formuliertes, was diese Form beschreibt. Und das nennt sich Construct Law von Beyan, ist das beschrieben. Beyan et al., wer es nachgucken möchte, hat dann auch ein Buch drüber geschrieben, Design in Nature. Und das habe ich mir zum Thema genommen für die Abschlussausstellung von der Ostkreuzschule, von dem gesamten Seminar in der Kantine am Bergheim. Das Seminar war von Sven Marquardt, deswegen musste es natürlich dann auch da sein. Das war 2017, sodass ich mich dann auch dann intensiver mit solchen Formen dann auseinandergesetzt habe. Das war eine Installation, mit dem gesamten Seminar. So sah das aus, wie ihr das auf dem Foto seht. Es waren vier große Monitore und darüber liefen dann die verschiedenen Bilder. Und die Bilder, die ich gezeigt habe, angelehnt an das, was wir davor hatten, waren dann eben solche Strukturen, wie hier solche Äste oder auch Adern, um ein bisschen mehr Fotografie reinzubekommen. Aber auch wirklich so Satellitenbilder, um so ein Konzept von so Postfotografie dann da reinzubekommen. Weil das natürlich nicht Bilder sind, die ich selber gemacht habe, sondern einfach Bilder, die schon da sind, die ich dann mit reingenommen habe. Und aber auch so eine digitale Weiterverarbeitung, wie diese Flussläufe, die ich dann eben raus extrahiert habe. Dieses Bild hat mich dann weiter begleitet, weil ich das unglaublich gerne mag. Und weil es eben auch so destilliert ist von dem, um das es geht. Und das habe ich dann in vielen Videoinstallationen benutzt auch. Wie zum Beispiel hier am Schauspiel Hannover war das, so vor 2 Jahren. Das war hier so das Setup beim Aufbau, ein paar Stunden davor. Hinten eine riesen Leinwand war das und dann noch 2 Projektionen weiter. Und ich mache meine Videoinstallation eben je nach Raum. Was ich immer habe, sind eigentlich 2 Projektionen. Wenn ich mehr Projektionen zur Verfügung bekomme, gerne noch auf dem Boden, hinten an die Wand. Aber kommt dann auch darauf an, ob wir an einem festen Ort sind oder irgendwo anders das noch machen. Genau. Und da das Wavelab ja zur Musikhochschule gehört, möchte ich jetzt besonders auf die Zusammenarbeit mit OMG Schubert eingehen. Ganz kurz dazu, OMG Schubert ist ein Lied- und Musiktheater-Duo, bestehend aus Konstantin Dupelius, der die meisten der Instrumente spielt, also Elektronik und Klavier, und Justus Wilken. Justus kenne ich schon lange, der hat an der Hans Eisler studiert, klassisch ausgebildet. Und das Ganze, wie OMG Schubert schon sagt, fing an mit der Neuinterpretation von Schubert-Stücken, wo ich dann die Videoinstallation so gemacht habe. Und hier das Foto ist im ZKU in Berlin aufgenommen. Das war das Ende von Natur. Das Ganze hat begonnen im Funkhaus in Berlin, beim Detect-Festival oder auch beim Higaldo in München, wurde das Ganze auch gezeigt. Um euch ein Gefühl zu geben, wie das so zusammen funktioniert. Ich habe leider keine geile Aufnahme von so einer Videoinstallation im Raum. Deswegen habe ich einen Sound genommen und ein Video, um einfach ein Gefühl zu vermitteln. Würde ich das Ganze abspielen lassen, jetzt mit Video und Sound. Und Jule, du müsstest mir mal einen Daumen hoch geben, ob man gleich den Sound hört. Sonst starte ich das Ganze nämlich nochmal neu. Das Stück, ganz kurz angerissen nur, heißt Auf dem Flusse. Und eben entsprechend ist es passend, diese Flussläufe dann eben dazu zu zeigen. Das waren verschiedene Projektionen, jetzt eben in einem. Und man müsste jetzt Klavier hören. Hörst du es, Jule? Super. Nee. Jetzt höre ich keinen Ton.
Fuck. Dann mache ich das Ganze nochmal. Jetzt müsstet ihr wahrscheinlich, seht ihr wahrscheinlich meinen Hintergrund. So. Also es war am Anfang sehr leise. Das kann natürlich auch sein, dass es... Das war wahrscheinlich der Laptop-Sound. Das war wahrscheinlich der Laptop-Sound. Dich rauschtest, du heller wilder Fluss, wie still bist du geworden, gib's keinen Scheidegruß. Okay. So, das waren die Rotationen, die ihr im Video gesehen habt und ein Stück dazu, was noch ziemlich klassisch war und was es aber auch noch gab zum Beispiel. Das lief natürlich auf mehreren Dingern. Ich habe es jetzt in eins zusammengepackt, das ist das Lied Atlas. Das sind einerseits analoge Fotos von mir, die ich in was GIF-artiges dazu gepackt habe, wirklich so als visuelles Element. Was noch dazu kommt, sind so 3D-Modelle, die werden gleich noch wichtig. So gewollt. Du wolltest glücklich sein. Du stolzes Herz. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt bist du elend. Okay, so, das waren jetzt so ein 3D-Modell, was man nicht unbedingt identifizieren kann. Das ist nämlich jetzt so ein nächstes großes Thema, was nämlich eine Rolle spielt, weil ich ziemlich viel mit denen arbeite. Entsprechend dann sowas, dass ich Motive, die ich habe, wie zum Beispiel jetzt, was ich da gesehen habe, so ein Meer, das ist ein analoges Foto davon, da aber jetzt nicht aus den analogen Fotos, aber sondern aus vielen verschiedenen Bildern, so ein Modell mache, aber das kann man natürlich nicht greifen und das ist nicht so abzugrenzen und deswegen kommt dann sowas Komisches hier raus. Oder sowas wie Wolken, wo ihr dann seht, ich probiere so eine Umwelt zu greifen oder hier wie einen Baum, wo dann eben entsprechend sowas rauskommt. Und wie gesagt, diese Art von Modellen basieren auf Fotos. Technisch nennt sich das dann Fotogrammetrie, dass man von Fotos 3D-Modelle dann herstellt. Und das sind fortlaufende Arbeiten von mir, das mache ich immer wieder. Und ich habe dem Ganzen für mich so einen Arbeitstitel gegeben, nämlich I don't need nature anymore, weil ich mir meine Umwelt selber schaffe mit unglaublich schlechten 3D-Modellen. Und was entsprechend ist das auch ganz wichtig für mich, weil da viele Sachen zusammenkommen, nämlich so eine Spekulationsarbeit, das Thema Natur und Prototypen, die es ja ganz offensichtlich sind. Und ich begreife hier die Natur als Spekulation, die eine virtuelle Zukunft irgendwo auch beschreibt, die nur auf Modellen basiert,
die aber irgendwo noch eine menschliche oder eine menschgemachte Evolution bräuchten, wenn wir in dieser virtuellen Zukunft leben, da die Modelle ja so fehlerhaft sind. Genau, und prototypisch ist natürlich ganz so gestaltet, weil es 3D-Modelle der Umwelt sind, basierend auf Fotos mit einfachsten Mitteln gemacht. Mit einer Handykamera ist es aufgenommen. Handykamera bietet sich an, weil man immer eine feste Brennweite hat. Das seht ihr ja auch auf dem Bild. Das ist hier so eine Punktwolke, die entsteht mit ganz vielen Fotos drumherum. Und das Ganze habe ich dann im Programm Metashape zusammengesetzt. Und Metashape ist ein Programm, was auch häufig für so Landschaftssachen genutzt wird. Eigentlich, dass man so Erhebungen in der Landschaft irgendwie auch darstellen kann. Und da in einem kleineren Maßstab auch die 3D-Modelle irgendwie für so eine Kartierung hinbekommt. Und der Workflow, wenn ich so Modelle mache, sieht dann folgendermaßen aus. Ich mache viele Bilder, dann hat man so eine Punktwolke. Daraus entsteht dann eine genauere Punktwolke und dann ein Modell wie hier einen Stein. Und der Stein, auf den gehe ich später auch noch ein, der wird nämlich auch für die Zukunft wichtiger noch werden. Oder zum Beispiel hier so eine Blume, eine Lilie. Und wenn man damit dann weiterarbeitet, kommt dann so ein Ergebnis raus, so ein abstraktes Naturmodell, was ich dann als freies, ja, 3D-Modell habe, was ich dann irgendwie in Videos reinpacken kann oder in andere Anwendungen. Genau. Das ist, wie ihr merkt, schon auch irgendwie ein wichtiges spekulatives Leitmotiv für mich, für meine Arbeiten, so eine fehlerhafte Abbildung von der zukünftigen Natur. Und diesen Gedanken habe ich auch in ein nächstes Projekt dann mit einfließen lassen, nämlich nach diesen Schubert-Stücken kam, und wie ihr es dann schon am Titel erkennt, auch wieder mit OMG Schubert zusammen, WTF 1770. WTF 1770 ist ein Projekt auch wieder zusammen mit OMG Schubert, ganz klar. Das war letztes Jahr am ITZ Tübingen und gerade in diesem Moment wird das wieder aufgenommen, weil Tübingen ist ja Corona-Modellstadt mit allem Durchtesten vor Publikum, mit allem. Also Konstantin und Justus sind dann da und meine Videos, meine Installationen, ja, werden jetzt gerade eingerichtet und in einer Stunde geht es dann los. Das Ganze war jetzt aber weniger ein Konzert wie das letzte Mal, sondern eher eine musiktheatrale Performance zu Hölderlin und Beethoven, die ja beide 1770 geboren worden sind und dann ihr Jubiläum letztes Jahr dann hatten, das 250-Jährige. Ich habe, wie gesagt, wieder eine Installation so gemacht. Und wenn euch das Ganze noch ein bisschen, ja, interessiert und ihr einen Radiobeitrag hören wollt, könnt ihr wieder den QR-Code scannen. Den Radiobeitrag wollte ich euch jetzt in so einem Zoom-Format ersparen. Das sind, glaube ich, 4-5 Minuten. Sehr schön gemacht, SWR 2 von der Premiere. So sah das Ganze dann aus in diesem Gewölbekeller im ITZ. Und zu Beginn, wenn man dann runtergestiegen ist, war es so ein waberndes Ding irgendwie von der Atmosphäre, auch mit so Klangsphären. Und später für die Installation sah das dann eben viel so aus. Und was man erkennt auf den Projektionen, sind eingelegte Pflanzen und Pflanzenexperimente. Und das ist ein wichtiges Thema gewesen, weil bei WTF 1770 ist es ja ein Jubiläum von Beethoven und Hölderlin. Da habe ich mir für die Grundidee von der Installation überlegt, dass ich das Thema Konservierung, Depigmentierung und Repigmentierung nehme. Also was Erhaltendes, was Entfärbtes und Neufärben von eben solchen alten Sachen. Das fand ich sehr, sehr passend für das Jubiläum und für eben auch gerade Beethoven, den es ja schon irgendwie so sehr bekannt ist, so in den ganzen Motiven. Deswegen habe ich prototypische Pflanzenexperimente gemacht, ohne Sinn, ohne Zweck, außer für diese Videoinstallation, also keinen wissenschaftlichen Zweck in dem Sinne. Und auch hier wieder mein Thema Spekulation, die Natur verändern zu können. Und das Ganze sah dann so aus. Ich habe Lilien eingelegt
andere Pflanzenteile in Alkohol, in fast 100%igen hier auf der linken Seite und in Wasserstoffperoxid in 13%igen. Und auf dem großen Bild seht ihr die Ergebnisse nach so knapp 2 Wochen. Alkohol hat so lala geklappt, hat sich irgendwie nur anders gefärbt. Wasserstoffperoxid hat es gut geklappt. Also die Farbe ist schon ganz gut raus. Also um das nochmal an den Teilen zu zeigen, oben ist so der Wildtyp, wie es reingegangen ist. Links ist Alkohol, Wasser ist hauptsächlich raus und brüchig und ausgetrocknet. Und rechts hat es eigentlich hervorragend geklappt. Also ist wirklich die Farbe komplett rausgegangen. Und im nächsten Schritt habe ich das Ganze dann probiert, also nach dem Depigmentieren wieder zu repigmentieren, einzufärben. Und das Ganze habe ich dann mit einer Spritze gemacht. Das hat so lala geklappt, aber es sah trotzdem schön aus. Und diese Experimente wirklich, wie das Entfärben, das Einlegen, das Reinspritzen und alles habe ich gefilmt und dann auch sehr neutral dargestellt und teilweise auch fast quälend lange in diesen Videoinstallationen gezeigt, je nach Stücken oder Textpassagen. Und genau, und dann immer wieder die Bilder zwischendrin gehabt und es auch mit weiteren Elementen bespielt. Aber das war so dieses Hauptelement, würde ich sagen. Aber trotzdem habe ich mich an diesem Thema Pigmentieren gehalten. Aber ein weiteres wichtiges Element, was dann eben auch auf der Bühne dargestellt worden ist, ist zu dieser Pigmentierung das Thema Tätowierung und Tätowierung als Prototypen, also wirklich Tätowierung jenseits von perfekt und schnell gemacht und auch selber gemacht, ohne großen Anspruch. Und hier links seht ihr mich, wie ich das Ganze übe, an einem Freund. Und für diese Darstellung hier bei dem OMG, seht ihr, da haben wir es auch mal mit dem OMG Schubert probiert, hat sich Justus, am Anfang habe ich es gemacht, und Justus macht es jetzt selber. Bei jeder Aufführung kommt ein WTF darüber. Also ein richtig tätowiertes WTF. Am Ende sind es dann 16 Stück für jede Aufführung eins. Und das passt eben so, kommt im Stück vor, es wird dann gefilmt. Und es passt eben so super zu dieser Grundidee dieses Erhaltens, was ja Tätowierungen auch haben. Irgendwie ist es ja was sehr Konservatives, weil man was schafft, was bleibt. Aber auch eben zu einem Neufärben und Neueinfärben. Das ist ein weiteres Element gewesen für diese Installation von 1770. Und was ich noch reingepackt habe, sind Facebilder, irgendwie so eine Art von Gesichtsprototyping, habe ich das mal genannt. Ich bin da recht spielerisch reingegangen am Anfang, also vor einem Jahr, erster Lockdown, bin ich ein bisschen auf diesen Hype aufgesprungen. Ich habe mich in dieses Programm Spark AR eingearbeitet, damit auseinandergesetzt und ein paar Facefilter gemacht. Hier noch mit Sound, das waren so meine ersten Versuche, dass ich das selber für mich mal ausprobiert habe, so ein paar Facefilter für Instagram irgendwie gemacht, um da so reinzukommen. Und dann habe ich gedacht, warum das könnte man eigentlich auch ganz gut für so eine Theaterinstallation nutzen. Und dabei habe ich mich von Pamela Rosenkranz inspirieren lassen. Das ist eine Arbeit von ihr von der Venedig Biennale, von dem Schweizer Pavillon 2015. Und hier dieses Wasser, was man sieht, das soll die durchschnittliche Hautfarbe sein der aller europäischen Bürger als Wasser. Ich dachte, so ein Hautfarbenspiel passt ja auch gut zum Thema Pigmente und auch gerade zum Thema Facefilter, zum Thema Haut. Und deswegen habe ich das auch für mich genutzt, aber in einer anderen Art und Weise für die Installation. Ich habe so ein paar Bilder von Hölderlin und ein paar Bilder von Beethoven gegoogelt und die durchschnittliche mittlere Gesichtsfarbe von denen genommen. Das ist hier das dritte Bild von rechts. Die Farbe ist dann herausgekommen und
habe da einen ganz simplen Face-Filter draus gebastelt, also hier dann rechts ich. Und das haben wir dann auch in der Installation in dem Stück dann selber verwendet, dass dann Justus beim Singen den Filter drüber hatte an manchen Stellen, dass man das dann eben auch mit eingearbeitet hat. Okay, das war so ziemlich die Zusammenarbeit für das letzte Projekt oder im Prinzip auch das aktuelle, ausgehend von Schubert, von allen Dingen, mit denen ich mich dann so beschäftige. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Überblick über die Elemente, mit denen ich arbeite. Jetzt ist so die Frage, was kommt als nächstes und womit ich mich jetzt aktuell irgendwie beschäftige. Und ich weiß, dass als nächstes neben nach OMG und WTF jetzt BTW By the Way Wagner kommt. Die Premiere ist sicher im Winter 2021. Wir haben einen Spielort und wir haben auch einen guten Batzen Förderung an Fördermitteln bekommen von Neustart Kultur. Deswegen müssen wir es jetzt auch machen und wir freuen uns auch drauf. Und ich bin gerade so in der Explorationsphase, dass ich so nach Themen für mich suche. Natürlich bleibe ich wieder bei diesem Thema mit den Naturspekulationen. Aber ein Thema, was mich gerade sehr interessiert, ist das Thema Steine irgendwie, dass ich mich gerne mit Steinen jetzt auseinandersetze und deswegen sammle ich gerade so Steine und wie gesagt, das ist ein freier Prozess, ich probiere mich aus und das ist ein kleiner Stein, den ich jetzt gesammelt habe, den habe ich digitalisiert, wieder ein 3D-Modell gemacht, das kennt ihr noch und so ist das Modell dann, was dann rausgekommen ist, soweit bekannt, soweit nichts Neues. Was jetzt allerdings neu ist, ist, dass ich diese Modelle genommen habe und dann ausgedruckt habe. Das ist auch, wie die Modelle selber, meckert der 3D-Drucker dann auch hart rum, dass das Modell super fehlerhaft ist, aber weil mein Drucker so ein bisschen ist wie ein alter Traktor, der druckt trotzdem aus, wenn es falsch ist, kommt dann so ein 3D-Modell von einem Stein raus. Das ist auch dann kein Problem, das auszudrucken. Davon mache ich dann einen Silikonabdruck, gieße den wieder mit Beton ein und habe dann den gesammelten Stein dann wieder als neuen Stein. So sehen die dann nebeneinander aus. Ich habe dann so gesehen zwei fast identische Steine geschaffen, mit einem gefundenen, so ein bisschen ready-made, mit einem 3D-Modell scannen, drucken, hin und her, Abdruck machen, um dann wieder den gleichen Stein herzustellen. Also das ist, wie ihr seht, auch wieder die Grundidee von Zukunft von der Natur und dass ich mir eine eigene Umwelt irgendwie schaffe, jetzt in der ganzen Exploration. Ich mache das mit mehreren Steinen, das ist ein anderer. Diesmal habe ich so einen richtig erkennbaren Betonstein genommen, um es noch plakativer zu machen, also aus Beton, der ist ein bisschen größer gewesen. Da habe ich ein Podest drunter gebastelt, weil alles, was auf dem Podest ist, ist auch als Kunst erkenntlich. Deswegen habe ich es mal so probiert. Das sind aber auch wieder zwei identische Steine und was mir hier besonders gefällt, der ist jetzt größer und da erkennt man es ziemlich gut, ist, dass bei diesem Nachdruck man diese schöne, ich habe auch wirklich eine schlechte Druckqualität extra eingestellt, dass man diese Druckschichten dann in diesem, der ein bisschen aussieht fast wie eine Mondlandschaft irgendwie, dann ganz gut erkennt, sodass ich aus einem fertigen Betonstein, wo man sagen kann, ist das Umwelt, was nimmt man eigentlich als Umwelt wahr, sind wir, glaube ich, schon wieder bei einem anderen Thema, daraus dann einen Abdruck gemacht habe. Und den dann, so gesehen repliziert habe, über viele, viele Umwege. Was ich damit genau mache, also ich werde wieder eine Videoinstallation machen, auch, denke ich, eine Installation für das nächste Projekt. Aber was ich genau damit mache, wie das dann genau aussehen wird, weiß ich noch nicht. Es wird nur ein Element sein. Aber dafür arbeite ich ja mit Prototypen.